Hallo Freunde, wissen wir, warum unsere biologische Art als solche existiert? Warum haben wir so viel im Vergleich mit anderen biologischen Arten? Die Antwort ist Acetylcholin, Neurotransmitter oder Hormon von Denken. Zuerst muss ich sagen, dass formal Acetylcholin kein Hormon ist, aber Hormone und Neurotransmitter fast gleich sind. Also Titel von Video kein Clickbait ist. Der Unterschied liegt in der Sache, dass Hormon im Körper während der Wirkung von der Neurotransmitter im Kopf gibt. Also ohne Acetylcholin wird keine Intelligenz entwickelt, ohne Intelligenz keine Wissenschaft und dann kein Fortschritt. Heute uns interessiert, wie Acetylcholin wirkt und welche Faktoren in und äußer Körpers ihn beeinflussen. Was kann man machen, um Intelligenz durch diese Acetylcholin zu pumpen? Und möglich ist das? Übrigens ja. Welche Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel dazu helfen können und was schadet? Und warum Acetylcholin ist die Sache, auf denen besitzt ganzes Biohacking? Warum er ist so wichtig? Los! Antwort auf die erste Frage lautet, weil er Teil von Synapse ist. Wer keinen Bescheid hat, unsere Gefühle, Gedanken, Geträumen und Strategien sind die Folge von Nervenzellen und Synapsen. Diese besitzen Acetylcholin als Motoröl im Auto. Das ist eine schöne Analogie, weil in beiden Fällen wichtig ist, das Gleichgewicht nicht zu zerstören. Also klar, zu viel und zu wenig Acetylcholin ist ungesund. Beim niedrigen Acetylcholinspiegel gibt es Alzheimer-Krankheit und die Demenz. Oft hört man, das oder das verdummt dir. Aus der Sicht von der Wissenschaft ist ein Prozess, wenn die Konzentration von Acetylcholin sinkt. Wenn zu viel Acetylcholin, dann beginnt die Motivation senken. Wie die Wissenschaftler im Video über Guperzin A, der Acetylcholin erhocht. Sie haben eine große Menge von diesen Neurotransmittern. Das hat zur Folge, dass sie sich langsam bewegen, nicht so motiviert sind und so weiter. Übrigens, das ist interessant, dass die dummen Menschen viel leichter hochmotiviert bleiben als mit entwickelter Intelligenz. Das bedeutet nicht, dass wir nicht in der Lage sind, durch eine kleine Erhöhung von Acetylcholin die Intelligenz zu entwickeln. Also, Acetylcholin in kleinen Dosierungen verbessert das Intelligenz und das Gedächtnis. In großen kann sogar ermorden. Menschen, die etwas mit Medizin zu tun haben, wissen über Nervengifte, die Synthese von Acetylcholin-Esterase verstoppen. Das hat zu dem sehr großen Acetylcholinspiegel als Folge und Mensch starb. Übrigens, Nawalny war so vergiftet, richtiger gesagt, durch solchen Wirkmechanismus. Stellen Sie sich vor, Nervenzelle, zum Beispiel diese für deine Mathekenntnisse verantwortlich ist. Ihre Synapse kontrolliert unsere Neurotransmitter. Wenn Acetylcholin sich in der richtigen Konzentration befindet, dann löst man mathematische Aufgaben perfekt, denkt schnell und erinnert viel. Wenn Probleme mit Acetylcholin gibt, dann kann Amnesie, die Demenz oder sogar Alzheimer-Krankheit entstehen. Ich würde sofort sagen, dass der normale bzw. durchschnittliche Acetylcholinspiegel und der perfekte für den Prozess sich unterscheiden. Also, um stark das Intelligenz zu entwickeln, braucht man ein wenig mehr als die Natur gibt. Zum Glück gibt es zu viele Medikamente und Ergänzungsmittel, die in der Lage sind, Acetylcholin beeinflussen. Ja, das ist nicht nur Guperzin A. Erstens die neurotropischen Stimulatoren. Die Rede geht über Modafinil, Guderaphinil, Phenylprazetam, IDRA-21 und teilweise Primracetam und Piracetam. Erstens, sie erhöhen Acetylcholin nicht direkt, aber so, dass der Stimulator mit anderen Nootropika perfekt in der Verbindung steht. Zweitens, was besonders gut für mich, der kann die Nebenwirkung von Guperzin A kompensieren. Zum Beispiel Phenylparacetam erhöht die Motivation durch Dopamin, um die allgemeine stimulierende Wirkung nicht schwach. Gleichzeitig zum Beispiel Guperzin erhöht einfach Acetylcholin. In der Verbindung ergänzen sie sich einander. Erster kompensiert Motivationssenkung, zweiter löst die zusätzlichen Stimulatoren. Mit Phenylparacetam ist alles klar, aber nochmal, allgemeine Verbesserungen von der Intelligenz, wenn man Phenylparacetam in Kursen verwendet, bei einziger Einnahme oder im Moment, keine Lust zum Schlafen und viel Energie und Produktivität.
Modafinil und Hydrafinil. Die Wirkungen von diesen beiden sind mit Phenylparacetam ähnlich, aber Hydrafinil ist weicher. Modafinil zeigt auch die Verbesserung im Kontext Gedächtnis und Merkfähigkeit, auch die singuläre Wirkung. Dann werden nicht nootropische, sondern hormonale Stimulatoren. Die wirken durch Noradrenalin und Adrenalin und besitzen eine Besonderheit. Sehr starke Motivation. Eigene Biohackers vergleichen es mit dem Fall, wenn man von dem Hund läuft, aber stundenlang. Größtenteils der MA und Ritalin, aber letzter ist ein verschreibungspflichtiges Medikament. Man verwendet die hormonalischen Stimulatoren für Sport und für Studium. Ritalin ist unter den Studenten populär, weil es die Möglichkeit gibt, mehrmals intensiver zu studieren. Das ist sehr wichtig, einen Moment zu verstehen. Diese Stimulatoren als solche geben fast keine Verbesserung für die Intelligenz. Nur Blutung verbessert sich. Also ist Nootropika nur in der Verbindung mit Guberzin A und so weiter. Man kann mit den nootropischen Stimulatoren hormonale kombinieren. Muss die Gesamtdosierung nicht 200 mg überschnitten, zum Beispiel 100 mg Modafinil und 100 mg DMA. Andernfalls können diese beide als Drogen auswirken und es ist wirklich schädlich. Was auch wichtig ist, alle Stimulatoren beeinflussen in erster Linie Dopamin, Serotonin und Adenosin und nur in zweiter Linie Acetylcholin. Also die Verbindungen sind sehr effektiv in diesem Kontext. Die dritte Gruppe, die etwas mit dem Acetylcholin zu tun, ist die Acetylcholin-Esterase-Hämmer. Dazu gehören Dopamin, Galantamin, Rivalastimin. Aber dass die verschreibungspflichtige Medikamente sind, also uns interessiert Guberzin A, das Nahrungsergänzungsmittel ist. Zuerst muss ich sagen, einige Nootropika kann sehr stark und sehr schnell den Acetylcholin-Spiegel zu erhöhen. Aber Effekte werden so bla bla. Es passiert wegen Acetylcholinesterase. Unser Gehirn ist nicht so dumm. Es versteht, okay, warum dieser I23 erhöht meinen Acetylcholinspiegel zweimal. Etwas da nicht stimmt. Ich gebe Acetylcholinesterase frei. Ihre Aufgabe ist zusätzlicher Acetylcholin neutralisieren. Das kommt zu keinen Auswirkungen. Gleichzeitig unser Guberzin A kann Acetylcholinesterase neutralisieren und selbst zusätzlich zu produzieren. Es bedeutet, dass nur Acetylcholinesterase-Hämmer bzw. Guberzin A ermöglichen, Acetylcholinspiegel richtig zu kontrollieren, richtig zu beeinflussen. Ich verstehe, dass es nicht einfach zu verstehen. Also rate ich Ihnen, das vollständige Video über Guberzin A zu schauen, um Bescheid zu wissen. Und die vierte Gruppe ist für Anfänger. Das sind auch Nootropika, aber mehrmals zugänglicher. Zum Beispiel Koffein, Nikotin, Acetyl-L-Carnitin, L-Theanin, DMA. Diese Nahrungsergänzungsmittel kann man in jeder Sportgemeinschaft finden. Achtung, Nikotin macht abhängig. Die Wirkstoffe von dieser Gruppe auch beeinflussen Acetylcholin, aber indirekt. Der Wirkmechanismus ist mit Acetylcholinesterase-Hämmern ähnlich, weniger Acetylcholinesterase. Jedes Wirkstoff hat seine eigenen Eigenschaften und Merkmale, also rate ich Ihnen die Videos aus dem Biohacking-Playlist zu schauen. Ich habe schon das Video über L-Theanin, Koffein und Nikotin gemacht. Die positive Seiten von Acetylcholin: verbessert die kognitive Fähigkeiten von dem Gehirn, macht klüger und schlauer. Verbessert die Gedächtnis, was besonders bei Senioren aktuell, also hilft nach 17 Jahren. Verbessert die Verbindung zwischen den Nervenzellen und den Muskeln, was im Sport nützlich ist. Indirekt zwischen Neuromediator schneller zu laufen oder das größere Gewicht heben. Die Drogen stimulieren die Produktion von Acetylcholin nicht, eher versenken. Der reine verdummte Effekt. Größtenteils zerstört Psychedelika Acetylcholin. Im Großen und Ganzen ist der nützliche Neuromediator für Alltag. Er hilft weniger impulsive Entscheidungen zu treffen. Die negative Seiten von Acetylcholin: er stört während den stressigen Situationen, wenn man schnelle Entscheidungen treffen muss. Er verlangsamt das Organismus und senkt die Motivation. Schauen Sie an den Wissenschaftler. Sie sind sehr ruhig, aber klug, darüber niemand streitet.
Als nächstes möchte ich erwähnen, wie man ohne Medikamente und Wirkstoffe den Acetylcholinspiegel erhöhen kann. In erster Linie entwickeln Aufgaben und Übungen für Gehirn das gleiche Studium oder Ausbildung. Das Prinzip ist sehr einfach. Je mehr man denkt, desto mehr Acetylcholin er hat. Mit dem Alter nehmen diese Werte zu. Dann brauchen Senioren das Nootropika, andernfalls verdummen sie. Jetzt ist offensichtlich, kein Nootropika wird ihn selbst klüger und schlauer zu machen. Das ist einfach Helfer. Ja, es gibt sehr starke Helfer, aber man immer üben muss. Also, ich hoffe, dass sie auf den Kanal abonniert hat. Hier beschäftigen wir uns mit dem Biohacking und der Entwicklung des Gehirns. Danke fürs Zuschauen, stellen Sie Like und bis bald.